Ja, moin aus Seattle. Wir sind hier bei Amazon im HQ. Hinter mir ist das Büro von Jeff Bezos, wenn man so will. Ich sitze nämlich mitten auf dem riesigen Wolkenkratzer von Amazon, wo wir uns gerade da drin ein paar neue Produkte angeschaut haben. Und da ist echt viel gekommen. Neue Echos zum Beispiel, die Echo-Buttons, ein Echo-Show, der kommt jetzt nach Deutschland. Das ist auch eine große Ankündigung. Und wir haben jetzt auch ein ganz neues Produkt, nämlich den Echo Spot. Der kommt, das kann ich sofort verraten, leider erstmal nicht nach Deutschland, aber trotzdem möchte ich euch nicht vorenthalten, was der kann. Wir haben uns den Echo Spot hier mal angeschaut und man muss wirklich sagen, es ist ein echt schickes Gerät. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein schickes Gerät. Mir gefällt diese Mini-Version vom Echo Show eigentlich ganz gut. Da ist ein kleines Display drin. Das Ding hat ungefähr die Funktionalität eines Echo Show eben. Man kann Videos drauf gucken, aber dieses Display zeigt eben auch Sachen an. Das heißt, wenn ich mir dieses kleine zierliche Ding irgendwo ins Badezimmer stelle, dann habe ich dort immer eine Uhr oder das Wetter oder ich kann eben die Tagesschau gucken oder. All das ist möglich. Das heißt, im Prinzip ist das so ein Hybrid zwischen einem Echo, also einem nur Audio-Device und einem Echo Show, wo ich wirklich schon ein großes Display habe und wenn man mal ganz ehrlich ist, das Design ist ja nicht das Allerschönste, es ist halt ein Bildschirm. Und Echo Spot gefällt mir deshalb ganz gut, weil es unglaublich kompakt ist, trotzdem diese visuelle Komponente mitnimmt und ein total spannendes Produkt ist, aber wie ich schon sagte, es kommt erst später auf den Markt in den USA, irgendwann Ende des Jahres für, ich glaube, 130 US-Dollar. Und das Gleiche kommt dann auch irgendwann noch nach Deutschland, allerdings war da die Rede von 2018, also müssen wir uns da nicht allzu früh Gedanken drum machen. Dennoch, es wird sehr spannend, wie Amazon diese ganze Produktreihe noch ausbaut und mit Echo Spot, finde ich, ist ein wirklich hübsches Lifestyle-Gerät für zu Hause gelungen, wenn es denn mal nach Deutschland käme.